Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Instinct-Box von Kianush. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Instinct. 2016 hat Kianush ja sein Solo-Debüt gegeben mit Szenario, das damals ja ebenfalls in Boxform erschienen ist. Und ein Jahr später, Anfang 2017, war es dann mit Instinct Zeit für das zweite Solo-Release. Dieses ebenfalls als Box erschienen, wie wir sehen. Wir haben hier auf dem Boxdeckel, auf dem Cover, einen Löwenkopf in dunkelgrau und schwarz gehalten. Und auf der linken Seite dann der Übergang ins Rote hinein. Instinct lesen wir hier. Gefällt mir von der Covergestaltung echt gut. Und wir sehen, dass sich dieses Design wirklich quer über die ganze Box zieht. Hier haben wir noch den Schriftzug Kianush. Auf der Rückseite auch wieder diese Trennung in Schwarz, Grau und Rot. Und dann haben wir hier noch die Credits und einen Barcode. Gut, wir haben es zu tun mit einer Clubbox. Dann schauen wir mal hinein. Wir haben einmal eine Haube, ein T-Shirt, die Bonus-EP, die Instrumentals, Sticker, drei Stück an der Zahl, eine unterschriebene Autogrammkarte und das Album an sich. Von innen die Box glatt schwarz und hier haben wir wie so oft einen Einleger, wo das Album befestigt werden kann. Und dieser ist hier eingeklebt. Gut, Box kommt mal zur Seite und wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. Also wir haben hier Kianush abgebildet und auch hier wieder dieses schwarz-grau bzw. rot Artwork oder die Farbgestaltung. Life is Pain präsentiert lesen wir hier und hier steht noch Kianush Instinct. Kianush hier mehr oder weniger 50-50 aufgeteilt in ja, Mensch, also oben ohne. Und dann auf der linken Seite mit so einem Raubkatzenfell, Leoparden, Gepardenfell. Hat auf jeden Fall was. Also quasi so halb Mensch, halb Tier. Kianush Instinct lesen wir hier. Und auf der Rückseite haben wir 17 Tracks aufgelistet. Wir haben Features von PA Sports, Mosh 36, Mo Phoenix, PA Sports, Casey Rebel, Nikan und Cedric und nochmals Cedric. Von diesen 17 Tracks mein absoluter Favorit, der Track Nummer 10, Hütte im Wald mit PA, wurde ja auch damals als Video ausgekoppelt. Sowohl das Video als auch der Track gefallen mir echt, echt richtig gut. Also habe ich damals echt tot gehört, den Track. Dann haben wir noch die Credits und einen Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein. Bevor wir zur CD kommen, werfen wir natürlich mal einen Blick in das Booklet. Cover kennen wir. Und dann haben wir hier einen Gorilla und hier die Tracks aufgelistet. Also wir sehen schon dieses Tiermuster zieht sich hier durch. Hier Kianush. Weitere Tracks inklusive der Info, wer daran beteiligt war, Text und Beat. Hier nochmal das Coverfoto. Weitere Tracks. Und das Ganze von Muas Grafik. Also lesen wir hier Artwork und Layout. Muas oder Muaz, muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht genau, wie man den Herrn ausspricht. Dann haben wir hier die Credits. Wenn du nicht mehr weißt, was du denken sollst, dann folge deinem Instinkt. Jawohl. Kianush. Gut. Dann haben wir die CD. Sieht etwas chaotisch aus, aber hier lesen wir Kianush Instinct in einer ja, sehr verschnörkelten Schrift. Und dasselbe auch nochmal hier in Rot. Und nochmal, also hier wird es immer kleiner. Instinct Premium lesen wir hier. Schwarz-Grau dahinter, also ganz schlichtes Muster. Dann haben wir die Instrumentals, hier wieder der Gorilla abgebildet, auch hier wieder in diesem Rotübergang.
Instrumental lesen wir hier. Tracklist ist keine dabei. Aber meines Wissens sind wirklich alle Tracks hier auch als Instrumentals drauf. So sieht das aus, genau wie die Standard-CD, nur halt mit der Info Instrumental hier. Das Ganze in einer Papphülle. Und dann haben wir noch die Bonus-EP, die Dirty X Bonus-EP. Auch hier keine Tracks aufgelistet, aber es sind 5 Tracks und es sind eben Remix-Versionen von Tracks, die auf dem Album Instinct drauf sind. Dirty X lesen wir hier. So sieht das Ganze aus. Und die Bonus-EP ebenfalls in einer Papphülle. Gut, dann haben wir eine Autogrammkarte. So sieht die aus. Also hier Kianusch mit Blick zum Boden. Auch hier wieder in Schwarz und Grau gehalten. Kianusch lesen wir hier mit weißem Stift unterschrieben. Ist auf jeden Fall eine Originalunterschrift, das fühlt man auch. Rückseite blank weiß. So gefällt mir das. Sehr schöne Autogrammkarte. Dann haben wir 3 Sticker an der Zahl. Einmal diesen Sticker in Schwarz und Rot, das Kianusch-Logo. Dann einen Life is Pain-Sticker. Wir haben hier eine Sanduhr und oben ein Herz und hier tropft das Blut durch. Sehr schön, Life is Pain, Sanduhr. Und dann haben wir noch einen Spruch. Solange Krieg herrscht, gibt es keinen Grund zu feiern, Kianusch. Also, 3 Sticker, allesamt in quadrantischer Form. Und dann haben wir noch 2 Textil-Boxinhalte. Und zwar einmal eine Haube, diese in schwarz gehalten und hier auf der Front mit Kianusch-Logo-Aufnäher. Rückseite sieht so aus. Jetzt würde mich noch interessieren, ob wir hier, jawohl, einen Zettel vorfinden. Also, wir haben hier einmal die Info, Life is Pain. Also Merchandise mehr oder weniger. Und 100% Acryl made in Vietnam. Grüße gehen raus. Und dann haben wir noch das Zitat, wenn du nicht mehr weißt, was du denken sollst, folge deinem Instinkt. Auf dieses Zitat sind wir auch schon im Booklet gestoßen. Schauen wir uns nochmal kurz an, wie das getragen aussieht. Aber zuvor noch einen Blick in das T-Shirt oder auf das T-Shirt. Also, hier lesen wir Instinkt auf der Brust und dann ein relativ kryptischer Schriftzug, den ich hier zum Ehrlichsein nicht lesen kann. Also, falls ihr mir sagen könnt, was hier steht, dann bitte in die Kommentare damit und dasselbe dann noch hier unten. Also, wir haben hier das Kianusch-Logo und auch hier wieder einen Schriftzug. Und ich tue mir ehrlich gesagt verdammt schwer zu lesen, was da steht, aber jetzt vom ersten Blick hätte ich echt gesagt, das ist ein. Da steht Bushido, also B-U-S-H-I-D. Ja, das O und das U sind natürlich etwas komisch, aber das wäre jetzt echt mein erster Versuch gewesen oder das hätte ich jetzt geraten. Ja, japanischer Weg des Kriegers, also hat wahrscheinlich nichts mit dem Künstler Bushido zu tun. Aber wie gesagt, wenn ihr wisst, was diese 2 Wörter, die hier in Rot aufgedruckt sind, hier oben und da unten bedeuten, bitte um Info. Dann haben wir hier ein T-Shirt, Souls Regent in der Größe L. Und das Ganze ist auch wieder 100% Baumwolle und made in, da kann man es lesen, made in Bangladesch. Schöne Grüße. Wir schauen uns das jetzt mal kurz im Detail an, wie das T-Shirt in Kombination mit der Haube aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier auf der Brust Instinkt und diesen kryptischen roten Schriftzug. Und dann hier unten noch den roten Schriftzug inklusive des Kianusch-Logos. Und das Ganze dann in Schwarz in Kombination mit der schwarzen Haube. Ist eine gute Kombination, gerade jetzt wieder für die Winterzeit. Schöne Haube, kann man gut tragen. Und das T-Shirt hat in meinen Augen auch etwas, also schwarz, rot und weiß. Wie gesagt, meine absolute Lieblingskombination von Farben und das T-Shirt auf jeden Fall tragenswert in meinen Augen.
Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Haube plus das T-Shirt. Die drei Sticker in quadratischer Form. Die unterschriebene Autogrammkarte. Die Bonus-EP Dirty X. Die Instrumentals zum Album. Und das Album an sich Instinct. Das alles in dieser wunderbaren Box, Instinct von Kianusch. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Kianusch unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.